Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Blut gegen Blut 3 Bundle von Massiv. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blut gegen Blut 3 von Massiv. Das Ganze nicht in Boxform erschienen, sondern in diesem Fall als Bundle. Wir sehen hier eine Plastikfolie, so ein Plastikbeutel. Und wenn wir diesen aufmachen, dann haben wir hier den Inhalt vorliegen. Einmal das Album an sich, unterschriebene Autogrammkarte, ein T-Shirt und ein Poster. T-Shirt und Album jeweils noch verschweißt. Schauen wir uns gleich mal an, wo wir das am besten öffnen. Also wir haben hier unten, wie so oft, hier, ich glaube, man das sehen kann, so ein Streifen, genau. So. Und dann haben wir dasselbe natürlich auch noch mit dem T-Shirt, dieses hier ebenfalls eingeschweißt. Und gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier ein ja, relativ unübliches Cover und zwar ist das, wenn ich es richtig sehe, ja, es ist leider echt schwer zu sehen hier, weil es doch sehr stark spiegelt. Es ist so ein Kipp-Cover, also so ein, ich weiß nicht, ob man das vielleicht sehen kann hier, wie sich Massiv hier bewegt. Wir sehen hier auf jeden Fall Massiv an den elektrischen Stuhl gekettet. Im Hintergrund alles so schwarz-rot, also sehr düstere Atmosphäre. Hier das Logo von Blut gegen Blut. Zwei Disc lesen wir hier. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal Blut gegen Blut 3 Massiv. Auf der Rückseite haben wir dann weiter die Tracks. Und zwar haben wir 23 Stück an der Zahl, plus eine zweite CD, auf die haben wir dann noch weitere Tracks, 5 weitere Tracks. Wir haben jede Menge Features, und zwar haben wir Features von Farid Bang, Haftbefehl, Beirut, Granit, nochmals Farid Bang, Sadik, Jelo und Abdi, Schwester Eva, Raf Camora, Motrip, Vega, Joker, Kurdo, Echo Fresh, Summer Jam, Nazar, Babasad, Vesel, Olexesh, Afrob, KIZ, Automatik, nochmal Beirut, Granit, King Khalil, Tony der Asi und nochmal Granit. Also Features ohne Ende. Wir haben 23 Tracks und eben 23 Instrumentals. Wir haben hier zwei CDs. Also auf der CD2 befinden sich dann 5 Bonustracks inklusive 23 Instrumentals. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Ich muss sagen, von diesen Tracks jetzt, also die 5 Bonustracks habe ich noch nicht gehört, aber von den 23 regulären Tracks sind meine Favoriten einmal Wir sind, wer wir sind, Bruder. Und Track Aus welchem Land kommst du mit Vesel und Olexesh. Wir sind, wie wir sind, Bruder ist eben hier mit Motrip, Vega und Joker. Das sind meine Favoriten. Dann haben wir hier einen Einleger. Oder, nein, ist sogar ein Booklet, schauen wir gleich rein. Und dann haben wir hier das Cover, das ich angesprochen hatte. Und zwar, jetzt sieht man es auf jeden Fall besser. Ist das so ein, jetzt sieht man nichts. So ein Kipp-Cover. Also hier Massiv, der sich bewegt und es schaut so aus, als würde er sich ja mehr oder weniger befreien. Ist auf jeden Fall krass gemacht hier. So ein Kippbild, so ein Cover. Das kennen wir bereits, das Cover. Dann haben wir hier die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive natürlich der Infos, wer daran beteiligt ist. Okay. Ansonsten relativ schlicht gehalten, das Booklet. Und hier auf der letzten Seite noch die Zusatztracks, also Bonustracks plus Instrumentals
und natürlich die Credits. Und ihr seht alleine hier an den Credits, beziehungsweise an den Infos, wer an diesem Album alles beteiligt war, das ist eine riesige Anzahl. Dann haben wir noch Info zu Massiv Merchandise. So, dann haben wir das Album bzw. die CD an sich, sieht folgendermaßen aus. Blut gegen Blut, das Logo hier oben, CD1. Und nicht gut. Und dann haben wir hier auf der Rückseite noch die Instrumentals, nämlich 23 Instrumentals plus eben die Bonus-Tracks. Jetzt ist das Ganze hier rausgegangen. Lass mal schauen, dass wir das hier wieder reinbekommen. So. Schaut gut aus. Und dann haben wir hier auf der Rückseite noch die Credits bzw. die Logos, einmal Massiv-Logo, Almassiver-Logo und Mo-Graphics-Logo. Ja, Blut gegen Blut ist ja eine Trilogie gewesen, beziehungsweise mit BGBX jetzt mittlerweile gibt es 4 Teile. Der erste Teil, Blut gegen Blut, erschien ja im Jahr 2006, wurde dann allerdings indiziert und deswegen wurde dann 2007 das Re-Release von Blut gegen Blut veröffentlicht. 2011 dann Blut gegen Blut 2 veröffentlicht, dieses ebenfalls indiziert und jetzt 2013 war es dann an der Zeit, da kam dann Blut gegen Blut 3 raus. So sieht das Poster aus. Also wir haben hier wieder Massiv auf dem elektrischen Stuhl sitzen, kennen wir bereits von dem Cover. Oben haben wir den Schriftzug. Ich hoffe, man kann das sehen. Almassiver präsentiert und unten haben wir noch Massiv und Tag Live, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir diese Autogrammkarte, ist leider ein ziemlich starker Knick drinnen, aber das verkraft ich schon. Und Massiv hat hier mit schwarzem Stift unterschrieben, auch hier wieder diese elektrische Stuhlgrafik und auf der Rückseite Tag Live, New York, Los Angeles, Berlin. So, ja, Postkarte. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Dieses in Schwarz gehalten und hier haben wir in Weiß und Rot Massiv abgebildet mit Bandana, mit Tuch vor dem Gesicht. Unten Blut gegen Blut, das Logo, die Grafik hier Blut gegen Blut 3. Und hier steht sogar das Ende der Trilogie. Wie wir mittlerweile im Jahr 2017 wissen, ist es nicht bei einer Trilogie geblieben, sondern es kam ja dann eben noch das erwähnte BGBX dieses Jahr raus. Wir haben es zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Man kann das hier halbwegs lesen. 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier Massiv mit seinem massiven Oberkörper in Weiß auf schwarzem Untergrund, inklusive rotem Bandana im Gesicht. Darunter dann den Schriftzug Blut gegen Blut 3 und das Ende der Trilogie dann nochmal in Weiß. Ist jetzt vom Design natürlich passend zum Rest des Albums, vom Design her. Und es ist auch so, ich sag mal, grob oder so, ja, wirkt etwas gewalttätig. Ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, also ich glaube nicht, dass ich mit diesem T-Shirt mal herumlaufen werde. Aber es ist auf jeden Fall stimmig so von der Farbwahl und vom Design her passt es gut zum Rest der Box und ja, zum Rest des Bundles. Und generell zum Album und dessen Texten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was hier alles in dem Bundle befindet.
Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die unterschriebene Autogrammkarte von Massiv, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat und das Album an sich inklusive zwei CDs, Bonustracks und Instrumentals. Das alles ja in diesem Bundle, in diesem Beutel hier. Ist jetzt leider nicht so repräsentativ, aber deswegen lasse ich das Ganze jetzt einfach hier mal liegen. Das Ganze in diesem Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. dem Bundle hält. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Massiv unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.